Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2. Wir stehen hier kurz vor Pandemos. Beim letzten Mal haben wir ja hier das Gebiet halbwegs eingenommen. Hier sind noch ein paar Mobs. Ich bin jetzt den ganzen Weg wieder hier hochgelaufen, weil ich in Minneapolis war. Die Stadt wieder ein wenig verschönern. Und ja, für diese Woche wird es erstmal die letzten drei Folgen sein. Danach wird es auf Eis gelegt. Kann natürlich sein, dass wir jetzt bis dahin vielleicht schon durchkommen. Man weiß es nicht. Und ja, warum lege ich es auf Eis? Ganz einfach, denn jetzt in dieser Woche beginnt ja die neue Erweiterung in World of Warcraft. Ich habe es auch, glaube ich, schon in den Pre-Patch-Event erwähnt gehabt, dass ich da Horde und Allianz gerne aufnehmen möchte, weil sich das diesmal, ja, denke ich, ganz gut anbietet, das von beiden Seiten mal ein wenig zu durchleuchten. Die Geschichte. Gut, das hatte ich jetzt erstmal damit gesagt und wir werden jetzt hier, ja, da oben auf Pandemos treffen. Ich möchte vorher noch mal kurz gucken, den Kampf-Equalizer, da werden wir die mal ein bisschen runterschrauben und das bei den Dämonen mal ein bisschen höher, denn Pandemos ist ja eigentlich ein Dämon. Mal gucken, ob es was bringt. Oh Mann, ist der riesig. Wahnsinn, möchtest du den Kampf gegen Pandemos beginnen? Wir können es versuchen. Ist die Frage, ob ich ihn überhaupt bestehen werde. Oh! Mit Einsatzmitteln also. Alles klar, gut, da werden wir einfach mal alles aushusten hier. Truppenvergleich Pandemos Level 25 hört sich eigentlich recht machbar an. Deswegen probieren wir es mal. Das war wirklich mal ein Wächter. Sieht so aus. Hier. Hinter der leuchtenden Stirn auf seinem Bauch sammelt er Energie. Das ist bestimmt sein Schwachpunkt. Wir müssen diesen Kampf gewinnen um ihren Preis. Meine Freunde, steht mir noch einmal bei. Machen wir. Aber erstmal gucken, wie. Oh Gott, ich hab hier keine. Alles klar. Oh, geht ja recht schnell runter. Wenn ich so gucke. Oh, warte mal. Da drüben sind... Was sind das für welche? Ah, perfekt. Klappt doch. Ja. Müssten wir nochmal ein paar Leute hier holen. So. Okay. Wie war das? Die hier, die roten zuerst. Gott. Ich denke mal, jetzt können wir sogar noch unsere Fähigkeit zünden. Wie war denn das? Spezialmanöver, RT? Nee. Ja, jetzt. Oh Gott. Oh, man sieht richtig, wie schnell sich die Leiste füllt. Und damit ist Pandemos down. Oder irgendwie so. Gut, das war jetzt eher nichts, was schwer war. Wir hatten ja relativ hohe... hohe Level bei unserer Armee. Fast das Doppelte. Und ja. Von daher recht einfach. Lofty, now! Rightio! Afrika!
Ich hatte mir jetzt ein bisschen epischeren Bosskampf vorgestellt. Okay. Und wie war ich? Voll cool, oder? Ja, dank dir konnten wir ins Innere gelangen. Das Innere des Dämonenwerks. Und hier soll Amna sein? Yes. Ja, irgendwo hier hält er ein Ritual ab, um Pandemos wahre Macht zu entfesseln und so den Mesker wieder aufleben zu lassen. Los, hauen wir ihm eins rein, oder auch zwei. Natürlich immer eins mehr. Mit dem heiligen Schwert können wir nicht nur gegen Pandemos selbst, sondern auch gegen die Monster, die hier auftauchen, großen Schaden anrichten. Du kannst nach Herzenslust um dich schlagen, Evan. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass wir irgendwie ein heiliges Schwert ausgerüstet bekommen. Oder? Wartet mal, jetzt muss ich mal doch gucken bei Roland. Tatsächlich, ein heiliges Schwert. Ich gehe kaputt. Das heilige Schwert kann nur Evan ausrüsten. Jetzt lohnt es sich natürlich wieder ihn zu spielen, das ist klar. Da. Heiliges Schwert. Dann tun wir die anderen auch gleich noch ein bisschen updaten hier. So, zack. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt Evan brauchen werden. Ich denke mal, dass wir auch so hier ganz gut durchkommen werden. Oh, zack. Passt genau ein Knopf. Ah, ein Wegpunkt. Oder Reisepunkt. Was? Hier? Aber wie kommt der hierher? Well. Pandemos wurde gemeinsam mit dem Mesker versiegelt. Es liegt also nahe zu vermuten, dass die Erdenergie dem Meskers auch Pandemos durchfließt. Jedenfalls kommt er uns genau recht. Wenn wir ihn berühren, können wir jederzeit hierher zurückkehren. Ja! Yeah. Das Glück ist auf unserer Seite, Leute. Hoffentlich bleibt das so. Gott sei Dank, würde ich mal sagen. So, theoretisch müssten wir jetzt geradeaus, aber da vorne ist doch nichts. Es sei denn, da kommt gleich wieder ein Kampf oder sowas. Ach nee, das ist dieser Wegepunkt. Ah, oh, und eine Kiste. Was haben wir drin? Oh, wieder ein Fläschchen höllisches Weihwasser. Nee, drei sogar. Ich hatte vorhin gegen die Monster draußen gekämpft. Ich glaube, ich werde mal hier gleich gucken. Wartet mal, so. Ob es vielleicht noch bessere Waffen oder so gibt. Gut, Pistolen schon mal keine. Für sie wäre eigentlich mal wieder was Neues recht gut. Na, da haben wir wenigstens eine Axt. Nee, doch nicht, ist ein Hammer. Und für sie wäre eigentlich... Jawohl, da haben wir eine verträumte Truglanze. Chance, Gegner einzuschläfern. Oh, plus 3. Chance auf Statusveränderung. Nehmen wir gerne mit. Haben wir noch irgendwas? Nein. Evan hat man auch schon... Da gibt es auch nichts Besonderes. Und bei ihm hier, naja, da kann man ordentlich updaten. Fast 100 Punkte. Na gut, nicht ganz, ein bisschen weniger. 70 oder so, wenn ich richtig gezählt habe. Und da, so. Und natürlich hier bei Zoran kann man auch nochmal ordentlich die Angriffswerte nach oben steigern. Ist, denke ich mal, nicht schlecht, weil wenn es sowas wie getrennten Gruppen jetzt vielleicht noch gibt, wie es damals in Final Fantasy X war, wo die Gruppe teils kurz aufgelöst wurde, da ist das, denke ich mal, schon nicht ganz so schlecht. Gut. Nee, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Dann geht's mal hier voran. Vor allem Mobs auf so einem engen Gelände hier ist eigentlich eher unüblich, würde ich fast sagen. Es sei denn natürlich, es wird noch größer, so wie hier gleich. Ach, ich muss hier hoch. Was? Blauer Himmel? Ja, wenn du hier nicht zum Klettern geboren bist, weiß ich auch nicht. Das ist sogar hier schon... Die Mesker ist im Inneren von Pandemos. Sieht natürlich echt schick aus. What the? Ist das eine Stadt? Was geht hier vor? Ist das das verschollene Demeska?
Nein, höchstwahrscheinlich ist das Hamnas manifestierte Sehnsucht. Ich vermute, das ist das Demeska, wie es vor seinem Untergang aussah. Dann ist das also nur ein Trugbild. Oi. Da drüben kann man ein Schloss sehen. Da finden wir Hamna, da wette ich drauf. Gut möglich. Es geht bloß noch geradeaus. Oh, warte mal, da blinkt was. Das würde ich gerne mitnehmen. Zack, wieder höllisches Wei. Oh, noch eine Kiste für uns. Die öffnen wir doch gerne. Fiole des Elfengeheimnisses. Apropos Fiolen. Ich habe letztens bei Penny gesehen gehabt. Die hatte neues Zeug für uns. Und da musste ich erstmal richtig fett einkaufen. Man sieht ja hier Goldkraut, ne? Und vier Blattkräuter habe ich ordentlich eingekauft. Also ich kann das gerade um mich schmeißen. Ach nee, Elfengeheimnis habe ich gar nicht gekauft. Wahrscheinlich, weil es zu teuer war. Ich glaube, da hätte ich irgendwie was mit 100.000 bezahlen müssen. Ich habe 186. Gut, deswegen habe ich mir auch diese Perlen gekauft. Da war das halt doch ein bisschen besser, denke ich mir mal. Aber echt mal, Demeska, so sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Ich frage mich bloß, wo die Monster sind. Ah, nicht schon wieder. Roland! Roland, alles in Ordnung? Ja, keine Sorge. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Willkommen in meinem Reich. Wie nett, dass ihr mir eure Seelen persönlich vorbeibringt. Das hättest du wohl gern. Wir werden dein Spielchen nie ein Ende setzen. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ich euch allerdings schon. Pah, die Barriere hatte er sicher nicht nur zur Zierde. Der macht sich garantiert schon ans Hemd. Wir müssen weiter. Es darf nicht noch mehr Seelen nehmen. Er darf nicht noch mehr. Was diese Aura um Roland ist, würde mich mal brennend interessieren, denn... Verdammt, ich kann das nicht einsehen. Das sieht ein bisschen anders aus wie dieser Dämonenhauch, der von Hamna ausging. Deswegen habe ich eher... Oh, da sind ein paar Seelen. Die kann ich sogar befragen. Oder halt zulabern, wie ich das möchte. Denn mich interessiert das gerade mal, was hier vielleicht so passiert ist. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Da hätte ich dann von der anderen Seite hochgemusst. Da vorne ist auch nochmal so eine Art Dämonenhauch. Da drüben auch. Ich müsste mal schauen. So, was will der denn hier? Hamna, unser König, ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein Herz und eine Seele mit unserer Wächterin. Nur ihrem Schutz und Segen haben wir zu verdanken, dass Demeska, eine Insel des Friedens, in einer Welt voller Krieg und Streit sein kann. Okay. Das ist eine Kiste. Das habe ich jetzt nicht so ganz begriffen. War das jetzt eine positive Anspielung darauf oder eine negative? Ich würde schon fast sagen, eine positive. So, was ist das hier? Ist das eins von diesen Barrieren? Möchtest du ihn dennoch berühren? Nee, erstmal nicht. Wartet mal. Ich tue mal zur Sicherheit. Kann ich abspeichern? Nee, natürlich nicht. Egal, ich berühre ihn einfach mal. Zack, weg. Oh Gott, ja genau. Das sind eins von den Bossen, die wir mal besiegt hatten. Ja, shit. Uha. Zum Glück tut das Ding nicht so viel Schaden an uns. Oh, ich wollte gerade die Gnuffis beschwören. Ich habe nämlich unsere Gnuffis, die wir jetzt momentan hier gerade einsetzen, mal auf
Stufe 10 gebracht. Ich glaube, das war das Max, das wir sehen haben. Aua, irre. Komm schon. Weg, 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 weg. Hui. Oh, 2100. Achso, die Magie, die ich gerade eingesetzt habe, habe ich natürlich auch da auf Stufe 10 gedrückt. Ich könnte die aber noch weiter drücken. Nur bin ich mir gerade nicht sicher, ob das so gut ist. Nein, 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 nein. Oh. Halt. Einmal bitte Goldkraut. Warte mal, Goldkraut? Stimmt, das Goldkraut war das, was ich so extrem viel gekauft hatte. Machen wir mal. Ja, das reicht zu. Dann drei Blattkraut für Suzi. Okay. Ach, schade, ich wollte gerade nochmal. Ich habe Schaden erlitten und gleich die Heilkugel eingesammelt. Jetzt geht's rund. Die Dinger machen Schaden. Auf Stufe 10. Kann ich mir sofort. Oh Mann, ich hätte es gerne nochmal gesehen. Na gut, vielleicht sind das an den Ringkreaturen. Nee, doch nicht. Ah, alles klar. Dazu sind diese komischen Tränen oder Kristalle da. Du hältst ein paar Designerstiefel, um das Tor vorne zu öffnen. Alles klar. Also sind wir schon irgendwas umgangen, wahrscheinlich. Von einer Szene, wo da steht, ja, hier ist verflucht, wir kommen da nicht rein und wir müssen irgendwelche Punkte öffnen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ich müsste mal gucken. Oh ja. Ausgeteilter Schaden plus MP-Wiederherstellung bei eigenem Schaden. Hört sich nicht schlecht an. 30, 103. Achso, 130, 103 und 115. Ich würde gerne ihr das geben. Einfach damit wir halbwegs gleichmäßig gut ausgerüstet sind. So. Ansonsten machen wir hier den Kristall drüben gleich auch noch. Und schauen uns dann weiter in dieser kleinen Stadt Demeska um. Jawohl. Jetzt bin ich mal gespannt, welcher jetzt kommt. Dieses Tentakelvieh hat man schon mal gekämpft. Daran kann ich mich erinnern. Was kommt jetzt? Watch your backs. Och nee, nicht der. Oh, nice, eingeschlafen. Danke. Zum Glück funktionieren diese Zustände. Aua. Oh, wieder eingeschlafen. Oh, das ist echt Gold wert. Au. Ich sehe gar nichts hier. Die tut einfach jede Zahl auf immer einprasseln. Und da ist er auch schon besiegt. Und alle haben nochmal ein Level abbekommen. Ach so, konnte ich jetzt eigentlich was noch in den Kampf-Equalizer reinhauen? Nee, ne? Einen Prismenstab bekommen. Den könnte, denke ich mal, wenn gut gebrauchen, oder? Ja. Nee. Den kann ich bloß Cecilius geben. Okay. Mach mal das. Lichtschaden plus und eine Menge geheilter LP plus. Oh, das hört sich nicht schlecht an. Gut. Achso, ich wollte ja bei dem Kampf-Equalizer gerade nochmal reingucken. Ne, ich krieg keine Punkte mehr. Da hätte ich vielleicht das alles ein bisschen anderen skillen sollen. Hm. Ich bin zwar hier oben alles ganz gut gegen Zeug resistent. Aber ja, Zustandsveränderungen tun mir, glaube ich, gerade da ein bisschen mehr ordentlich reinhauen. Reduziert die Wiederherstellung. Das könnte man eigentlich mal rausnehmen hier. So viel Schaden ist das, denke ich mal, nicht, was wir da anrichten. Und hier könnten wir die
MP-Wiederherstellung mal ein bisschen erhöhen. Weil wir tun ja doch viel mit unseren Spezialangriffen arbeiten, die wir auf den Waffen, beziehungsweise die Magiepunkte, die wir da haben, arbeiten. So. Wir tun gleich mal speichern. Zack. So. Gut. Und dann würde ich erstmal sagen, dass wir hier an dieser Stelle schon mal Schluss machen. Sieht echt cool aus. Mitten in so einem Dämon. Echt schick. Oh, da ist gleich noch eine Kiste. Die hole ich mir noch. Zack. Und da haben wir auch noch einen Wegpunkt. Was ist das denn? Flakon Mega-Allheilmittel. Wirkt bestimmt auf der Gruppe oder so. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Gut. Wie gesagt, machen wir jetzt erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir die anderen zwei Kristalle noch machen. Und dann vielleicht sogar vor Hamna stehen werden. Bis dann wünsche ich euch dann noch viel Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.